ganz zum Schluss habe ich Ihnen jetzt noch mal wieder ein kleines Rätsel mitgebracht. Ich habe hier was Kleines. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Es ist aus Schwarzblech, hat eine Kurbel und sieht von innen so aus und lässt sich drehen. Man klappt es aber wieder zusammen und dreht wieder. So, dann, ich hoffe, die Kamera hat das eingefangen. Ich habe es nochmal hier in groß etwas abgebildet. So sieht das von innen aus. Kurbel. So sieht das von innen aus. Die Zahnräder bewegen diese Walzen. Und da ist jetzt die Frage, was ist das? Und wenn Sie das wissen, meine Damen und Herren, da habe ich mir im Antiquariat für Sie ein Buch besorgt, was schon vergriffen ist, was aber ganz interessant ist, große Kunst- und Antiquitätenlexikon. Und das sind alle Sachen, die wir hier auch besprechen, findet man da auch. Sehr gutes Buch. Das wollen wir dann für den, der das erraten würde, was das ist oder weiß, was es ist, dann dieses Buch zuschicken. Bitte rufen Sie uns an. Unsere Telefonnummer, aber wir blenden die auch noch unten ins Bild ein. Gut, vielen Dank. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Herrn Gerz aus Cuxhaven. Und wie Sie gesehen haben, in der letzten Sendung hatten wir ja ein Quiz. Und das ging um dieses kleine Teilchen hier. Dieses kleine Teil, so zeige ich das nochmal, mit einer kleinen Kurbel. Walzen drehen sich darin. Und ich hatte etliche Anrufe. Und die meisten haben gesagt, sogar Antiquitätenhändler aus Bremen haben mich angerufen, haben gesagt, es ist eine Zigarettendrehmaschine. Herr Plischke, Sie auch? Das war aber falsch. Das war falsch, das haben die meisten gesagt. Und ich hatte nur zwei richtige Antworten. Und eine richtige Antwort, da fiel das los auf Herrn Gerz aus Cuxhaven. Und Herr Gerz wird uns jetzt erzählen, um was es sich handelt. Herr Gerz, ich gebe Ihnen dann mal. Ja, schönen Dank, Herr Lukas. Dürfen wir uns wieder setzen? Ja, wir können uns setzen jetzt. Als Sie dieses kleine Gerät am Ende Ihrer letzten Sendung zeigten, da klickte das bei mir und ich fühlte mich in meine Jugendjahre zurückversetzt. Mhm. Ich dachte, das hast du doch in der Hand gehabt. Damit hast du gespielt. Und ich erinnerte mich, dass mein Vater, Jahrgang 1889, alter Cuxhavener, solch ein Gerät hatte. Ich war sogar in dem Glauben, dass wir das noch irgendwo in seinem Nachlass wiederfinden würden, aber wir haben es leider nicht gefunden. Ich habe damit, wie gesagt, gespielt, aber ich durfte auch für meinen Vater dieses Gerät im Original nochmal einsetzen. Aha. Denn das waren ja Kriegsjahre gewesen. Ich bin Jahrgang 35 und ich finde, bevor ich nun verrate, um was es sich handelt, sollten wir den Zuschauern zeigen, was man damit machen kann. Genau, Sie haben da ja extra schon das Requisit mitgebracht, was dazu gehört. Ich hole das mal raus, ganz vorsichtig. Mal schauen, wie ich das hier also schaffe. So, dann lege ich das da unten mal hin und mache das mal ganz spannend und füge das da mal ein. So, bei unserem Gerät, was wir zu Hause hatten, war jetzt eine kleine Abdeckkappe drauf. Dann waren hier zwei Stellschrauben, damit konnte man es feststellen. Mhm. Ja, hier fehlt diese kleine Kappe. Ich weiß nicht, ob sie mal dabei war. Nun konnte man oder drehte man dieses Gerät und damit drehen sich auch diese beiden Walzen hier. Ja, die Walzen sind ja besonders beschichtet. Die sind beschichtet. Und was macht man damit? Jetzt wird es also jedem Zuschauer klar, wenn ich das mal so hinhalte. Es ist eine Rasierklingenschleifmaschine. Ja. Rasierklingen, Schärfmaschine oder Schleifmaschine. Sowas gab es. Sowas gab es, nicht? Früher. Das Geld war knapper, Rasierklingen waren teurer.
Ich weiß nicht, was die Rasierklingen damals gekostet Stahl. Haben. Und in den Kriegsjahren könnte ich mir vorstellen, da wurde der Stahl für etwas anderes benötigt. Genau. Ja, und Rasierklingen waren sicherlich Mangelware. So dass ich dann also für meinen Vater, der schon 1952 gestorben ist, auch mal seine Rasierklingen schärfen durfte. Aha. Ja, und das fiel mir nun also siedenheiß ein, als sie dieses Gerät zeigten. Und da habe ich mir gesagt, jetzt musst du mal zum Hörer greifen und Herrn Lukas sofort anrufen. War super schön. Ich freue mich. Kann die Kamera das mal einfangen, Herbert? So wie die jetzt mit der Klinge ist? Ja. Und hoppla, jetzt habe ich das zugeklappt. Wie gesagt, also... Das sind kleine Schleifsteine, die da sind? Ja, damit drehen sich diese beiden kleinen roten Walzen, die als Schleifsteine fungieren. Mhm. Und damit wird die Rasierklinge geschärft, beziehungsweise, naja, nach Gebrauch konnte man sie damit auch reinigen. Ja, genau. Ja, das so ist die Lösung von dem ganzen Gerät. Da Sie das jetzt so gut aufgelöst haben, bekommen Sie ja auch unser schönes Buch, was ich im Antiquariat das noch erhalten habe. Das freut mich ganz besonders. Ne? Dann darf ich mich dafür bedanken. Ja. Diese kleine Schachtel nehme ich offen damit. Herr Lukas, und ich bedanke mich für Ihren Besuch. Ja, alles und Gute, bleiben Sie weiter. Wir müssen mal eben auf Ihre Nachricht. Schönen Dank. Ja, schönen Dank für das Buch. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie wieder dabei waren. Und in der nächsten Sendung, verspreche ich Ihnen, werde ich wieder eine kleine Aufgabe für Sie haben. Wieder ein kleines Quiz. Ich werde da irgendwo einen Teil wieder ausfindig machen und Ihnen das hier zeigen, dass Sie dann erraten müssen. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Fernsehfreude mit unserer Sendung.